Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Heute mit einer neuen Verkostung in Zeiten der... wollte ich jetzt nicht sagen, mach ich auch nicht. Heute steht bei mir ein alter Bekannter zur Verkostung an. Die Flasche hat mir der liebe Thomas, mein Kollege, zur Verfügung gestellt. Und es handelt sich um den Longrow Peated. Der Longrow Peated ist in Campbelltown. Single Malt Scotch Whisky, abgefüllt mit 60 Volumenprozent, nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Longrow ist die rauchige Variante von Springbank. Springbank ist eine von noch drei existierenden Distillen in Campbelltown. Und Springbank ist eine recht kleine Distille. Mit diesen drei Produktpaletten, den Hazelburn, ein dreifach destillierter Single Malt, den Springbank, ein zweieinhalbfach destillierter Single Malt mit einem ganz leichten Rauchanteil und den Longrow Peated mit zweifacher Destillation und relativ starken Rauch, der durchaus von der Rauchintensität an Eilers üblich Verdächtigen erinnert. Wie gelingt nun Springbank, diese drei unterschiedliche Produktpaletten zu erzeugen? Wir haben drei Brennblasen und der Hazelburn läuft durch alle drei durch, der Springbank nur durch zwei, der Longrow nur durch zwei und eine Mischung aus dem zweifach gebrannten Longrow und dem dreifach gebrannten Hazelburn ergibt letzten Endes den Springbank. Ja, in letzter Zeit, gerade aktuell, ist ja Springbank so ein bisschen im Fokus geraten, gerade die Longrow-Abfüllung durch die neu erschienene Longrow Red Abfüllung und den hier in Deutschland nicht nachvollziehbare Preispolitik von vielen, vielen Händlern. Ich kann nur sagen, ich habe mich gegen entschieden, den Longrow Red zu kaufen, die neuen. Fiel mir die ganzen anderen davor auch durchaus und ich mag zumindest in Erinnerung die Longrow Peated schon sehr, sehr gerne und der liegt so preislich bei 30 bis 35 Euro. Da kann man nicht meckern. Definitiv nicht. Ne? Farbe ist ein heller Goldton, ziemlich identisch mit meinem Ehering. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was er so sagt. Ich habe mich ja weiterentwickelt. Zwischen dem letzten Mal, dass ich den Longrow Peated hier getrunken habe und heute liegen, weiß ich nicht, 200, vielleicht 300 andere Whisky-Verkostungen. Viele, sehr, sehr viele rauchige Eilers und rauchige aus dem Festland. Bin ich gespannt, ob der mich heute noch so begeistert, wie er es damals getan hat. Rauch, klar, gleich präsent. Aber für mich kein phenolischer, maritimer Rauch, sondern so ein aschiger Rauch. So abgebranntes Lagerfeuer, wenn man morgens aus dem Zelt krabbelt, neues Feuer machen will, um sich Wasser aufzusetzen, um sein Frühstück zuzubereiten und die Asche so wegräumt von der Feuerstelle und dann neues Holz aufzuschichten. Dieser Geruch ist es. Neben diesem sehr aschigen Rauch für mich, aber jetzt nicht kalte Zigarettenasche, sondern wirklich so kalte Lagerfeuerasche, habe ich eine schöne Fruchtigkeit und Vanille, also so geräucherte Vanillepudding. Und die Fruchtigkeit, helle Früchte, Apfel, Birne, aber gelber Apfel, Birne, reife Birne und Banane. Vielleicht eine Spur
Pfirsich. Nicht reifer Pfirsich, sondern noch so ein bisschen grünlich. Ja, der Rauch ist präsent, aber gut eingewoben mit diesen Frucht- und Vanillearomen. Nö, in der Nase gefällt er mir gut. Hat eine angenehme Komplexität für Naswhisky. Nö, macht mir Spaß, wirklich dran zu riechen. Ist jetzt nicht mega komplex. Also die Sachen, die ich jetzt beschrieben habe, Apfelbirne, Banane, vielleicht eine Spur Pfirsich und dieser besondere Rauch. Na, das war es so, was ich in der Nase habe. Mehr ist da nicht. Aber wie gesagt, für Naswhisky zwischen 30 und 35 Euro finde ich schon eine ganze Menge. Da habe ich schon andere Kandidaten im Glas gehabt, die deutlich weniger hergegeben haben. In dem Sinne, Thomas auf dich, Slansch. Alkohol super gut eingebunden, die 46 Volumenprozent, sehr smooth, sehr weich. Rauch kleidet den Mund aus, belegt alles, lässt aber trotzdem eine schöne Vanillenote dazu, die sehr präsent ist im Mund. Dieser Vanillepudding quasi wieder. Deutlich präsente Banane. Apfel ist so ein bisschen im Hintergrund. Ist erahnbar, aber nicht so deutlich wie in der Nase. Die Birne ist dafür präsenter. Aber es wird dominiert von der Bananenfrucht. In Verbindung mit dem Vanillepudding. Spuren von Karamell. Dann hatte ich so kurz die Assoziation gehabt, hinten im Rachenraum, von einer gewissen Bitterkeit. Eichennote. Bei einer Nasabfüllung, wo Bourbonfässer verwendet werden, überraschend. Ja, 1973 ist mal der Longo destilliert worden. Das Malz wird über 48 Stunden mit Rauch gedarrt. Und dadurch entsteht dieser Campbelltown-Style Rauchcharakter. Nur 100 Fässer von Longo werden jedes Jahr abgefüllt. So viel dazu. Mir gefällt er wirklich gut. Der Rauch ist mal was anderes als der phenolische Rauch von Eiler oder der quarzige Rauch von Bomor. Ja, gefällt mir gut, diese aschige Komponente. Ja, wenn das nicht gerade diese Zigarettenasche ist, was es in diesem Fall ja nicht ist, sondern diese Lagerfeuerasche, der hat für mich immer so was Cleanes. Ja, was Reines. Aber er sagt, das ist ein persönlicher Eindruck von mir. Ne? Ein Apfel, Birne, schöne Banane, Vanille, sehr ausgeprägte Vanille. Nö. Ist ein leicht zu trinkender, rauchiger, für manche vielleicht sogar schon stark rauchiger Single Malt mit einem für mich absolut überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, 30, 35 Euro, also teurer habe ich die noch nie gesehen, aber ich habe, wie gesagt, öfter auch schon so für 30 Euro gesehen. Kann man definitiv machen. Na, der ist wirklich gut trinkbar. Und macht einfach Spaß. Ne?
weil er eben halt auch nicht so wahnsinnig mega komplex ist, kann er ja auch nicht sein als Nasabfüllung, denke ich mir, ne? In der reinen Bourbon Cask-Verwendung. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Bin schwer begeistert. Ihr merkt es. Ja, bin ja selten, außer vielleicht bei Rumors, so begeistert, wie ich jetzt bei diesen hier bin. Und ist für mich ein absoluter PLV-Sieger. Ja, also der sucht in der Preisklasse, denke ich mal, wirklich Konkurrenz für sich. Ja, fällt mir jetzt so spontan. 30, 35 Euro. Fällt mir jetzt schwer, da jemanden zu finden, der ähnlich liegt. Ne? Demnächst möchte ich den Legic mit 10 Jahren mal probieren. Vielleicht ist das so ein Kandidat, der gegenhalten kann. Ja, in dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, wie ihr zum Longco bietet, steht und welche Longcos ihr mir noch empfehlen könnt, 18-Jährige, ist momentan so ein bisschen weit ab vom Preis für mich. Ich muss ein bisschen sparen, habe mir ein paar Bomos, spezielle Bomos gegönnt. Da hat mein Budget jetzt erstmal ausgereizt. Aber was so ein bezahlbarer Raum ist, schreibt man einfach rein. Vielleicht für später mal. Ja, auf jeden Fall denke ich, Springbank finde ich sowieso cool. Den 12er, den 15er Springbank finde ich echt geil. Wie gesagt, bin von denen echt begeistert. Na, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Die es noch nicht getan haben, würde ich mich über ein Abo freuen. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier für euch einen Whisky probiere. In dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.